Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Willkommen zu Fatlip Wochen bei Els. Wir spielen heute Pro Wrestling auf dem Masse-System. Ja, ohne Wrestling-Spiele geht nicht bei mir, ihr wisst das ja. Und eigentlich habe ich dieses schon mal hier so Let's Show-mäßig gezeigt. Ja, wir nehmen die Mad Soldiers. Aber ich mag das Spiel halt einfach. Das ist halt ohne Scheiß 30 Jahre alt. Aber trotzdem, es ist, das muss, ne? Hier, Einmarschsequenz. Yeah. Publikum sieht heute noch genauso aus. Das hatte ich schon mal gerissen, den Witz. Ich weiß, bei Slam Masters. Aber im Publikum geben sich halt auch bei aktuellen Spielen noch nicht wirklich. Au. Hat mir einen Dropkick verpasst, der Penner. Au. Ah. Das war eigentlich ein normaler Suplex, aber ist wurscht. Hat das doch geschafft, mich da auszukundeln. So. Bam. Knee Drop. Blöd ist bloß der Needrop, da falle ich selber immer hin. Oh, wie ging das jetzt mit dem Wechsel? Nein! Nein! Das machst du nicht! Aloch! Das machte mir auch noch einen Bridge Hold. Und ich setze ein Cover ein. Ja, das war sinnvoll. Also das wundert mich jetzt zwar, aber ich nehm's einfach mal hin. Wir müssen eh gleich wieder gegen die Jungs ran. Dann werde ich mal versuchen, mal meinen anderen Kollegen da einzuwechseln. Also das wundert mich jetzt echt, dass das mit seiner Lebensenergie noch so gut ging. Na! Na! Alter! Und ihr paar Clotheslines rein, Keule. Das Schöne ist, der ist schon fast vorbei. Ja, Wechsel geht auch. Macht er natürlich auch glatt. Bamsen. Soll ich bamsen in ihn rein, ne? Frechheit! Mist. 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 Elbow Drop. Jawollo. Ha, toll. Das ist ein Smash, oder, Leute? Mal ehrlich. Alter. Aus. Böses Mist. Nein. Oh, Wechsel hier. Sind wir übrigens wieder voll. Das wollte ich gerade mal, du Penner. So. So, Niebert. Jawohl. Oh, einfach mal down, den wechseln wir nochmal. Jetzt müsste unser Kollege eigentlich abkönnen. Ja, gut. War eigentlich zu erwarten. Nein. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen Vorteil gekriegt. Ja, wollo. Neckbreaker. Sieht mir auch eigentlich eher so nach einer Art Clothesline aus, auch wenn es eine geflogene, geschwungene ist. Ich versuche gerade ein Wrestling-Match von dem Spiel von 86 zu analysieren. Ist auch geil. Bamsen! So. Die Sprachausgabe ist geil, oder? Ja, Baby. Legend of Doom is winner. Nein, das sind nicht die Legend of Doom, ich weiß. Sehen ihn aber schon irgendwie verteufelt ähnlich. Ja, und...
ihr werdet euch wundern, warum wir immer gegen dieselben kämpfen. Das ist halt ein Meisterschaftskampf, da muss man 10-mal gegen dieselben rennen. Nach 10 Kämpfen wird es gewechselt. Und ich mach den jetzt hier platt, das ist mir gerade relativ wurscht. Ich drücke jetzt hier gerade wie blöd eine Taste. Ich brauch das, glaube ich, nicht wirklich. Mist. Jawohl. Komme ich eigentlich... Ich komme doch hier irgendwie raus. Jawohl. Merkt ihr was? Ihr kommt ein Stürchen. Na mal ruhig. Und der Schiri sagt nicht mehr was. Ist halt trotzdem auf die Irme gekriegt. Na, hier so nicht, ne, mein Freund. Zack. Und zack. Two. Three. Der zählt echt scheiße langsam. Mach nix. In dritte Runde, 7 müssen wir noch, den hätten wir hier einen Meisterschaftstitel. Na, das war mir fast klar, dass es noch nicht reicht. Das war wirklich, im ersten Kampf muss es echt Zufall gewesen sein. Mist. Na gut. Der steht schon den ganzen Kampf da nur rum. Das geht ja nur auch nicht. Neckbreaker! Warum stehst du, Pimmelkopf, schneller auf als ich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, merkst du selber, ne? Und jetzt Bamsen! Aber bis in die Ringecke. Jetzt kriegt der Stuhl auf den Kopf. Ja, hier werden unfaire Mittel nicht bestraft, finde ich gut. Aber Leute, sagen wir mal ehrlich, das reicht's auch für das Video. Das reicht jetzt auch für das Spiel, für das Video. Es ist alles gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fatlip. Vergiss es. Fatlip-Wochen bei Els. Ich finde das Spiel toll. Ich werde das jetzt wirklich direkt weiterspielen, bis ich es durch habe. Ihr dürft nicht zugucken. Macht's gut. Ciao.